Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Grand Theft Auto Online. In der letzten Folge waren wir auf dem Militärgelände und haben uns ein Jet geklaut und haben damit dann die Stadt unsicher gemacht. Wer den Part nicht gesehen hat, sollte sich den auf jeden Fall mal reinziehen. Der war ja eigentlich ganz in Ordnung. Und ja, was machen wir heute? Ich habe absolut keine Ahnung. Hier in Los Santos ist scheiß Wetter, aber das interessiert uns nicht. Ich hätte eigentlich mal wieder richtig Bock auf ein Deathmatch. Wir haben das zwar in diesem Let's Play quasi nur gemacht, auch wenn es jetzt die fünfte oder sechste Folge ist. Aber ich habe echt so lange kein GTA mehr gespielt und ich brauche irgendwie Geld. Ich hätte gern eine Einladung zu einer neuen Mission oder so. Aber ich brauche Geld bis zum 1. Mai. Aber ich habe auch Bock auf ein Deathmatch und ich weiß, dass man beim Deathmatch auch gut Geld kriegen kann. Zocken wir jetzt einfach ein Deathmatch. So, hoffen wir, dass wir eins finden. Wenn nicht, gibt es irgendwie Plan B. Und den muss ich mir nochmal schnell ausdenken. Ich brauche ungefähr 400.000. Stuntrennen habe ich überhaupt keinen Bock. Danke, Martin. Aber ich bin nicht so der Renntyp. Ich hätte gern irgendeine andere Mission. So, Boxenstopp. Hört sich nicht so sehr nach dem Deathmatch an. Ich habe gerade ein paar Framerate-Einbrüche. Warum auch immer. Boxenstopp. Ja, hört sich echt gut an. Ich bin aber auf Deathmatch gegangen, ne? Weil manchmal ist es auch so, das ist total verbuggt. Ich drücke auf Deathmatch und ich weiß ganz genau, dass ich auf Deathmatch gedrückt habe. Und dann komme ich irgendwie in den Fallschirmsprung oder so. Das ist... Naja. Aber ich denke, Boxenstopp könnte auch eine Deathmatch-Map sein. Könnte aber auch was anderes sein. Also, ich habe gerade ein bisschen Schiss, aber na gut, die Lobby ist recht gut voll gleich. Oder ist sie schon? Wir könnten eigentlich loslegen, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Aber na gut. So, ich bin jetzt hier zufällig auf dem Airport gelandet. Hier wollte ich gar nicht hinfahren. Aber juckt nicht. Es gibt sogar noch einen anderen Sprung. Ja. Wie man es auf das Flughafengelände schafft. Den, wenn wir es noch schnell schaffen, bevor es losgeht, dann möchte ich euch mal schnell noch zeigen. Der ist hier hinten. Der ist aber extrem viel schwieriger als der andere. Wo ist denn der? Der ist auf jeden Fall. Ist hier eine U-Bahn-Station? Oder ich zeige euch den vielleicht mal irgendwann anders. Ach komm, es geht direkt los. Finde ich perfekt. So, es ist auch Freitag. Eigentlich könnte ich jetzt mega gut viel aufnehmen. Vielleicht mache ich das. Ja, ich mache das. Ich habe gerade Bock. Oh nein, wir zocken ein Deathmatch alleine. Oh, da habe ich ja mega Bock drauf. Ach komm, was soll's. Wir failen. Das wird auf jeden Fall ein richtiger Fail. Ich weiß ja nicht, mit welchen Konsorten wir hier spielen, aber... Oh man. Ich habe ein bisschen Angst, ja. Ein Deathmatch alleine, ich denke da... Und wir spawnen auch noch so komplett offen. What the fuck? Erstmal Deckung. Ja, ich möchte gerne in Deckung spawnen. Könnte mir Deckung verschaffen. Unterstützerkill, ja, das ist ja schon mal blendend. So, ich kletter hier hinten rüber. Ich hoffe einfach mal, dass hier vorne einer spawnt, damit ich einfach einen Spawn-Kill mache. Da ist sogar einer. Und ich treffe ihn einfach nicht. Alter Schwede. Oh Mann, das war mega peinlich. Ja, das lag aber jetzt an mir. Und immer diese Leute, die dann direkt Kopfschüsse machen. Alter, das ist einfach nicht wahr. Och, und jetzt habe ich auch noch diesen scheiß Filter drauf. Der Typ zockt doch echt mit Auto-Aim.
Da kriege ich echt den. Ich treffe ihn einfach nicht. Mein Gott. Komm, die machen wir jetzt, aber. Mach sie. Wo ist sie? Ja, komm, Alter. Ich könnte schon wieder. Ich könnte echt heulen. Es ist einfach zum Kotzen, ja, es ist einfach zum Kotzen. Kein einzigen Kill bis jetzt, ey. Ich glaube, es geht einfach los. Ich hasse Deathmatches. Ich hasse stinknormale Deathmatches. Ich hasse sie einfach. Und ich will jetzt auch nicht einfach reinrennen, weil ich weiß ganz genau, dass ich jetzt wieder sterben werde. So, endlich. Ein Ehrenkill, ein Ehrenkill. Ja, so ein Typ hat gerade das Spiel verlassen, das war auch. Treff ihn doch. Ey, mein Gott, was ist denn heute los? Wenigstens sind wir Level 77. Aber das kann's doch keinem erzählen hier jetzt. Kannst du echt keinem erzählen, komm, Alter, ich. Ja, komm, Alter, halt. Ey, das gibt's doch nicht. Natürlich, natürlich, komm. Aim des Jahrtausends. Aim des Jahrtausends einfach. Schieß doch! Das gibt es nicht! Alter, es ist echt zum Kotzen. Schieß ihn doch. Ja, natürlich, komm! Ey, pff, der Typ ist. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber ich. Der zockt mit Hex. Jetzt mal ohne Witz. Das ist ein Witz, es ist einfach ein Witz. Jetzt, das kannst du mir nicht erzählen. Komm, das kannst du mir einfach nicht erzählen. Das ist einfach. Es macht auch keinen Spaß mehr. Endlich wurde er gekillt. Es kann einfach nicht sein. Und ich spawn einfach mitten in der. Im Gefecht. Das ist doch. Dann klaut man mir auch noch meinen Kill. In manchen Situationen war ich echt selber dran schuld, aber ey, Mann, das ist mega ein. Das ist. Komm! Das, ey, nee, ist langsam steigt's aber echt. Das gibt's nicht. Es gibt's einfach nicht. Das ist. Ey, das ist schlimm, sowas. Das
ist einfach schlimm, es macht auch keinen Bock mit diesen Jungs zu spielen, weil die einfach keinen... Entweder zocken die mit scheiß Hacks oder die haben echt keinen Real Life und zocken von morgens bis abends GTA, weil die keine Freunde oder sonst was haben. Mein Gott. Komm, das verdanke ich mir gerade selber zu. Weil ich mich einfach nicht mal, verdammt nochmal, nicht mal auf das Scheißspiel konzentrieren kann. Weil es ist einfach zum Kotzen. Ich möchte mir jetzt gerne die KD von dem Typen ansehen. 25-2 oder was? Meine Fresse, ey. War das verfickt? Sowas ist doch echt. Sowas ist doch... Das ist bestimmt so ein, irgendwie so ein notgeiler Typ, der... Was auch immer. Es macht einfach keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß, mit diesen hobbylosen Menschen zu spielen. Naja. Bei manchen Toten war ich auch echt selber verantwortlich. Da gebe ich mir auch wirklich die Schuld, wie bei dem einen gerade eben. Aber bei sowas, es ist doch zum... Es macht auch einfach keinen Spaß mehr mit diesen... Entweder haben die kein Leben mehr und zocken von morgens bis abends GTA... um so eine Kampfstärke zu kriegen, oder sie hacken, und wer hackt, ist einfach Noob. Der größte Noob auf Erden sind Hacker. Die größten Noobs auf Erden sind Hacker. Alter Schwede, Mann. Wir zocken jetzt noch ein Deathmatch, ja, da habe ich jetzt, wir zocken jetzt einfach noch ein Deathmatch, das kann man doch hier keinem präsentieren. Ich hätte gerne irgendeine Einladung zu irgendeiner Mission, die doppelte RP und so gibt, weil ich brauche bis zum ersten Mal jetzt echt noch Geld, vor allem weil ich morgen nicht da bin und übermorgen auch nicht, das heißt, es wird knapp, ich brauche 44.000, damit ich mir so eine scheiß Lagerhaus kaufen kann. Sind wir wieder alleine? Ne, wir sind diesmal an einer recht vollen Lobby gelandet. Mission! Das hört sich doch perfekt an. Mal gucken, ob wir in eine volle Lobby joinen. Das passiert ja manchmal. Also nicht manchmal, sondern öfters. Boah, ey, das ist gerade eben, ey, das war ja... Echt zum Mäusemelken. Ja, da stand doch eben noch Mission. Wollt ihr mich verarschen? Da stand eben noch Mission. Ey, komm. Ja, scheißegal, wir spielen das jetzt. Ich hab, glaube ich, noch nie Teeny Racers gezockt. Was ist denn das überhaupt? Fällst du weit zurück, explodierst du in einem riesigen Feuerball. Wäre doch nur Mutter Natur eben effizient. Bis zu vier Spieler treten in diesem Retro-Eliminierungsrennen gegeneinander an. Ach du Scheiße, das wird ja perfekt. Ist das nicht das, was in der Vogelperspektive... Oh mein Gott. Komm, egal, wir geben uns das jetzt. Runde 1. Jo, das ist das in der Dingens. Es könnte ganz lustig werden. Wieso ist der eine gerade schon vor? Wenigstens habe ich die Bombe noch, die ich eingesammelt habe. Ach, geil, ich bin einfach natürlich. Soll ich denn bitte schön bei einer Vogelperspektive nach hinten schauen? Ah, alles klar, what the fuck. Irgendwie finde ich
finde ich das jetzt nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat schon einer Scheiße, ich habe das Ding verpasst. Ja, bin ich zu weit zurück, werde ich zerstört, ne? So. Ja, Mann. Sieht gerade ganz gut aus. Wer weiß, wie lange sich das noch so hält. Rundensieger! Yeah! Wir haben einen Punkt erzielt. Perfekt. Und wir sind noch zu dritt. Einer ist gequittet. Fuck, Alter. Nehme ich nicht auf die Schippe, Mann. Oh, geil. Wir sind sogar noch ganz gut dabei rumgekommen. Was war das gerade? Ach, verdammt. Weißt du was? Ach so, es werden beide getötet. Okay. Kickjazz hat einen Punkt erzielt. Meine Laune ist immer noch am down as fuck, aber nein, 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 ich habe versucht beide aus dem Dingen zu werfen. Fuck, ich glaube der eine hat eine Bombe. Ich weiß jetzt nicht, ob es da vor uns war oder dahinter uns. So, der eine, da, ich glaube, der explodiert gleich, jo. Aber wir sind noch ganz gut dabei. Gucken, vielleicht reißen wir irgendwas. Verdammt, keiner hat von uns die Bombe. Wir sind Erster. Perfekt, jetzt bräuchte ich genau eine Bombe. Nein, du wirst uns nicht, du wirst uns nicht. Wir kommen, wir sind gerade das spannendes Duell hier zwischen mich und Fuck, er hat uns überholt. Da vorne kommen die nächsten Bomben. Ja. Da konnte ich jetzt nichts gegen machen. Konnte ich einfach nichts gegen machen. Ganz gut dabei weggekommen. Ja, geil. Geil, 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 geil. Geil, so muss das doch sein. So muss das doch sein. So muss das doch sein. What the fuck, man sieht noch nicht mal, ob irgendwo. Was macht das? Ja, geil. Nice. Nächster Punkt. Ich glaube, hier steht jetzt. Ja, 2-2 mit dem. Oh, ich. Fuck, 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 fuck. Was? Ach du Scheiße, wieso fahre ich denn auch noch in diesen. Okay, ich spiele das jetzt gerade wirklich zum ersten Mal, aber das war schon irgendwie dumm von mir. Ich habe wieder keinen Ton, ich denke, ihr habt dann auch keinen Ton. Warum auch immer. Hat man keinen Ton, wenn man in den Spectator-Mode ist? Auf jeden Fall dauert das ziemlich lange, kann das sein? Der erste, der 5 Punkte hat, gewinnt, glaube ich. Kann das sein? Kann das sein? Dann wird das aber eine ziemlich lange Folge. Aber naja, ist ja Freitag. Können wir einfach mal machen. So, damit hat dieser Dingens auch jetzt aufgeholt. Das heißt, wir stehen echt 2-2-2. So, wir sind wieder dabei und gucken einfach mal, was wir hier reißen können. So, der braucht nur eine Bombe und dann war's das. What the fuck war das? Ja, was weiß ich, was die Leute machen. Ich dachte, es wäre. Hat jetzt drei. Das war nochmal ganz in Ordnung. Das war echt.
Nein, der Typ hat die Triple. Verdammt. Ja. Nein, 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 nein. Nein. Noch eine Bombe, komm. Das könnte unser nächster Punkt sein. What the fuck, es laggt. Es laggt einfach. Yes. Unser dritter Punkt. Das, wir rocken das noch. Wie er einfach direkt versucht abzudrängen. Wie sie mich einfach beide die Zwinge nehmen. Oh mein Gott. Die Arschlöcher. Wieso spawn ich eigentlich immer in der Mitte? Das. Kommt, Jungs, mach hin. Ich muss die Folge beenden. Jo, Kickclass hat den vierten Punkt. Das heißt, er hat jetzt im nächsten Runde Match. Ja. Jog. Kickclass darf nicht in der nächsten Runde, darf jetzt nicht gewinnen. Ich müsste ihn eigentlich direkt aus dem Spiel. Ja, Mann. Sind wieder on Tour. Ich bräuchte jetzt irgendwie Raketen oder sowas. Nein! Ich bin dran vorbeigefahren. Oh mein Gott. Jawohl! 4. Jetzt muss ich noch den letzten Punkt holen und dann haben wir gewonnen. Dann. Jawohl! Yes! Wir haben gewonnen einfach mal. Nice! Meine erste Runde Teenie Racers und direkt gewonnen. Mega geil. 20.000 kommen ist doch perfekt. Jo, und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gibt's trotzdem. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Und ja, damit haut raus und ciao!